Der gestern Nachmittag begonnene Abverkauf an der Wall Street setzt sich heute fort. Und der Grund ist schlicht und einfach, dass die Märkte, dass vor allem auch die Banken realisieren, Mensch, wir waren hinter der Kurve. Die Fed hat immerhin schon zugegeben vor einiger Zeit, dass sie in Sachen Inflation und ihre Reaktion auf diese Inflation hinter der Kurve ist. Jetzt will die Fed mindestens in die Kurve oder vor die Kurve kommen und die Märkte realisieren, die Banken realisieren in den USA, dass da ein kleines Mismatch besteht, dass da irgendetwas nicht mehr passt, und jetzt überschlagen sich diese Banken geradezu mit Zinserwartungen. Also erst hat man das so ein bisschen ignoriert und wollte weiter spielen, wollte weiter diese wunderbare Zeit der Liquidität durch die Fed einfach weiterspielen, obwohl die Fed mehrfach klar gesagt hat, das Spiel ist aus. Jim Bianco hat das immer wieder auf den Punkt gebracht, als der wahrscheinlich beste Analytiker, der dieses Geschehen beobachtet, hat immer wieder gesagt, Paul hat einen Auftrag von Joe Biden, also dem US-Präsidenten, bring mir die Inflation runter und koste es, was es wolle. Jetzt merkt die Wall Street, oh ja, sie sind wirklich bereit dazu, sie werden das tun, und bums, gehen die Zinserwartungen nach oben. Und mit den ansteigenden Zinserwartungen fällt die Wall Street, das ist schlichtweg das ganze Spiel. Schauen wir uns zum Beispiel mal hier die Citi an, heute mit einem neuen Call in Sachen Zinsen. Man erwartet jetzt erstmal 4,05 Zinsschritte nacheinander durch die Fed und insgesamt jetzt Zinsanhebungen nochmal von 2,75%. In den nächsten Monaten, nämlich im Jahr 2022, vorher ist man nur ausgegangen von 2%, also hat die Zinserwartung hier maßgeblich nach oben genommen. Jonathan Farrow von Bloomberg besagt hier, 4 aufeinanderfolgende Zinsanhebungen von 0,5 Prozentpunkten, das hätte man noch vor einer Woche, vor einem Monat für praktisch unmöglich gehalten. Aber hier sieht man, wie stark jetzt eben die Wall Street Banken versuchen, so ein bisschen in Richtung Kurve zu kommen, und damit übertreiben sie vielleicht ein bisschen. Das ist durchaus möglich. Auf der anderen Seite ist die Situation eben für die Fed jetzt auch sehr delikat. Warum, will ich gleich zeigen. Schauen wir uns zunächst mal dann auch die Aussagen von Nomura an, die nordamerikanische Abteilung dieser japanischen Bank. Die erwarten jetzt mehrere 0,75% Schritte, das muss man sich mal vorstellen, mehrere davon. Hier unten sehen wir mal in dieser Grafik das, was die sogenannten Fed Fund Futures einpreisen, also jene Märkte, die die Zinserwartungen bepreisen. Und da sieht man schon, ja, 0,5% Schritt im Mai, das ist eigentlich mit fast 100%iger Sicherheit eingepreist. Dann erwartet man einen 0,75er Schritt, dann nochmal einen 0,5er Schritt, und so spult sich das Ganze auf dann 3,25% bis März 2023. Also wir sehen, die Märkte, die sind da ganz schön in Aufruhr, und das Interessante ist, dass die Anleihenmärkte dieses Szenario ja schon länger spielen, während die Aktienmärkte sich gedacht haben, oh, wir bleiben noch mal so ein bisschen in Lala-Land und spielen weiter. Da zeigt sich einmal mehr, dass die Aktienmärkte im Vergleich zu den Anleihenmärkten eher eine etwas lange gedankliche Leitung haben, also manchmal ein wenig lange hinter der Kurve sind. Was will die Fed? Sie will die sogenannten Financial Conditions strafen. Was das ist, habe ich in einem Artikel mal thematisiert. Unten sehen Sie das, jetzt optimale Zeit zu verkaufen, nämlich den Nasdaq. Da ein Video auch mit enthalten von André Stacke, der genau das empfiehlt, der sagt, Nasdaq ist jetzt zu shorten. Jedenfalls sehen wir oben in dieser Grafik mal den S&P 500, rot und blau, das sind die sogenannten Financial Conditions, die sich ein bisschen gestrafft haben, aber wir hatten ja diesen, in Anführungszeichen, Abverkauf zwischen Januar und Mitte März, da haben die sich noch deutlich stärker gestraft, also da ist noch sehr, sehr viel Luft für eine Straffung dieser sogenannten Financial Conditions, die da wohl erforderlich ist, bevor es irgendwie der Fed mulmig wird und sie sagt, okay, jetzt steuern wir um. Was ist das Problem der Fed? Erstens, sie ist weit hinter der Kurve und weiß das inzwischen, versucht also jetzt mit einer gewissen Hektik zu agieren, und die Banken an der Wall Street reagieren darauf mit einer gewissen Panik. Jetzt ist es aber so, dass die Fed zwei Szenarien berücksichtigen muss. Erstens die Midterm Elections im November, also die Zwischenwahlen. Da muss man irgendwie, naja, man will nicht direkt in den Wahlkampf rein, die Zinsen wahrscheinlich massiv anheben. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, die Fed muss davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession zumindest gegeben ist. Dementsprechend will man vorher vielleicht die Zinsen ein bisschen weiter oben haben, damit man sie dann wieder senken kann, den Märkten damit wieder ein bisschen Luft verschaffen kann. Also das ist jetzt
das Zeitproblem, das die Fed auch hat. Sie muss sich beeilen und wie gesagt, das sorgt bei den Banken an der Wall Street für eine gewisse Panik, auch an etwa den Märkten für die Hypothekenzinsen in den USA, die sogenannten 30-jährigen Mortgage Rates und die Veränderung derselben. Wir sehen, dass diese Mortgage Rates, also die Hypothekenzinsen, jetzt so schnell gestiegen sind prozentual wie noch nie in der Geschichte. Natürlich auch, weil man von relativ niedrigem Niveau auskommt, aber das Ganze ist sehr, sehr schnell gegangen. Das heißt für Hauskäufer, der Hauskauf wird teurer, die monatlichen Raten werden teurer. Das ist ein wesentlicher Bestandteil auch der sogenannten Financial Conditions. Aber trotz diesen hawkischen Aussagen, die wir gestern von James Ballard gehört haben, die wir vor allem auch von Jerome Powell gehört haben, der weniger klar gesagt hat, ja, eine Anhebung von 0,5% der Zinsen liegt auf dem Tisch. Trotzdem sind die Inflationserwartungen weiter gestiegen. Das heißt, die Märkte sagen, die Fed hat vielleicht schon die Kontrolle über diese Inflation verloren, auch wenn sie jetzt die Zinsen sehr, sehr schnell anheben will. Also das ist schon ein erstaunlicher Fakt. Man würde ja vermuten, okay, wenn die Fed jetzt da hawkisch reinkommt und sagt, wir prügeln da drauf, wir wollen die Inflation nach unten bekommen, dass dann die Erwartungen für diese Inflation auch nach unten kommen. Aber dem ist nicht so. Das Gegenteil ist der Fall. Und jetzt ist die Frage, wo ist die Schmerzgrenze für die Fed? Wann wird sie aufhören, eben diese Zinsen zu straffen, anzuheben, die Geldpolitik zu straffen, vor allem die Bilanz zu reduzieren? Das dürfte ja schon im Mai beginnen. Das ist jetzt die große Frage, die sich stellt. Wie dringend das Problem in Sachen Inflation ist, haben heute einmal mehr die Einkaufsmanager-Indizes aus den USA gezeigt. Da heißt es, wir haben absolute Rekordanstiege der Preise und wie Market hier sagt, in dem Versuch, die gestiegenen Kosten, die die Unternehmen haben, an die Kunden weiterzugeben, haben jetzt diese Unternehmen eben die Preise so stark erhöht wie noch nie in der Geschichte, seit es diese Daten gibt. Also das ist schon spektakulär. In dieser Veröffentlichung von Market, in dieser Veröffentlichung ist 16 Mal das Wort Rekord. Der Fall, auch das ist wiederum ein Rekord, das so oft Rekord gesagt wird, aber Sie sehen daran, wie krass die Situation ist und das gilt auch für Deutschland. Wir hatten heute Morgen um 9.30 Uhr den Einkaufsmanager-Index aus Deutschland oder die Einkaufsmanager-Indizes, überraschend mit den Dienstleistern besser. Na, was heißt überraschend? Die freuen sich, dass jetzt diese Corona-Maßnahmen immer lockerer werden, während das Gewerbe offenkundig Probleme hat. Aber man spricht hier seitens Market bei diesen Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland von eskalierendem Preisdruck und dass die Inflation sehr lange auf sehr hohem Niveau bleiben wird. Also das Problem ist durchaus da. Und das strahlt jetzt auf jene aus, auf jene Notenbanken aus, die bei diesen ganzen hawkischen Tönen der Fed nicht mitmachen wollen. Das ist auf der einen Seite China. Da sehen wir eine Yuan-Abwertung. Und das ist vor allem als Paradebeispiel die Bank of Japan. Wir sehen, wie Kuroda hier langsam ein bisschen nervös wird. Jetzt gibt es Leaks, die sagen, da hat der japanische Finanzminister mit der amerikanischen Finanzministerin Yellen telefoniert und darum gebeten, dass man hier Interventionen am Devisenmarkt macht. Warum? Weil der Yen total abverkauft wird, weil eben die Japaner sich entschieden haben, nein, wir lassen die Renditen nicht steigen, wir werden da intervenieren. Das geht auf Kosten einer Yen-Abwertung, daher der Hilferuf nach Washington. Aber Janet Yellen hat wohl gesagt, nee, ist nicht, denn man fürchtet selber, dass wenn man hier zum Beispiel interveniert, also Dollars verkauft und Yen kauft, dass der Dollar dann schwach wird, was das Inflationsproblem oder schwächer wird, was das Inflationsproblem in den USA wiederum verschärfen würde. Aber die Japaner sind ziemlich, oder die japanische Notenbank ist noch in einer noch schlechteren Lage vielleicht als die EZB. Und dennoch hat sich der Notenbankchef Kuroda hingestellt und hat gesagt, wir müssen unbedingt mit diesem Aggressive Easing weitermachen. Und das ist für uns kein Problem. Wir sind nicht verwundbar, alles gut. Die Aktionen zeigen, dass das Gegenteil der Fall ist. Hört nicht darauf, was sie sagen, sondern achtet darauf, was sie tun. Sie rufen schon in Washington an und betteln, helft uns, sonst fliegt uns der Yen durch die Decke. Und das hat massive Folgen dann auch etwa für US-Staatsanleihen, denn die Japaner sind diejenigen oder ist das Land mit den meisten Besitzen an US-Staatsanleihen. Also da wären massive Konsequenzen durchaus denkbar, wenn da mal richtig Panik reinkommt. Jetzt schauen wir uns mal an, was an den Aktienmärkten der Fall ist. Bank of America hat jetzt gesagt, wir haben mit die größten Ausflüsse
aus US-Aktien seit Februar 2018, nämlich fast 20 Milliarden in der letzten Woche gehabt. Und es könnte noch deutlich mehr werden, weil jetzt die Märkte erst realisieren, dass die Fed wirklich ernst macht. Man hat selten so einen Sentiment-Shift gesehen bei den Investoren, so sagt man. Also da beginnen die einen oder anderen langsam zu realisieren. Sie hatten eigentlich seit Januar spätestens die Gelegenheit zu kapieren, was die Fed will. Jetzt haben wir fast schon Mai und langsam begreifen sie es und wir sehen dann die Reaktion eben auch des S&P 500, des Leitindex. Hier haben wir jetzt doch relativ nachhaltig die 4400er Marke unterschritten und das war so diese Wasserscheide, wo die sogenannten Market Maker sich entscheiden müssen, was tun wir jetzt. Der immer wichtigere Optionsmarkt spielt ja da eine ganz große Rolle und Market Maker müssen sich absichern. Wenn bestimmte Niveaus unterschritten werden, dann müssen sie sich auf der Short-Seite absichern, verkaufen also bestimmte Positionen bzw. verkaufen bestimmte Aktien leer, gehen Short-Kontrakte ein, um sich abzusichern, eben ihr Gamma abzusichern und unter 4400 ist eben diese Notwendigkeit für diese Market Maker immer größer, sich abzusichern. Das nächste Niveau wäre dann 4300. Darunter würde es dann echt finster, aber es ist erstmal zu erwarten, dass vielleicht diese Unterstützung dann auch wirklich hält. Jetzt nochmal was Politisches, denke ich. Das ist hochinteressant. Wir haben heute die Meldung erhalten, dass die Republikaner, die Abgeordnetenhaus Republikaner, sagen, also das, was da zwischen Twitter und Elon Musk passiert, das muss genauestens dokumentiert werden. Warum sagen sie das? Das ist eine hochinteressante Geschichte. Man nimmt seitens der Republikaner ja erstens übel, dass damals Trump rausgeschmissen wurde als amtierender Präsident. Das war auch in der Tat ja ein ziemlich starkes Stück. Dann gibt es diese Story da mit Biden und seinem Sohn Hunter Biden und diesem Laptop, wo Twitter sich geweigert hat, das irgendwie veröffentlichen zu lassen, sondern man hat das mehr oder weniger zensiert als Fake News. Da sind die Republikaner richtig sauer und die würden sich sehr gerne wünschen, dass Elon Musk diese Übernahme gelingt, denn das würde bedeuten, dass wahrscheinlich auch Donald Trump dann wieder twittern könnte. Das würde die Chancen der Republikaner vielleicht bei den Zwischenwahlen erhöhen. Dann könnte Donald Trump wieder richtig direkt kommunizieren, wie er das lange Zeit getan hat. Und das Ding ist schlichtweg, dass Trump so gesagt hat, naja, ich will nie wieder auf Twitter was machen, aber er hat nach wie vor 32 Millionen Follower dort, obwohl er da gar nicht mehr aktiv ist. Und wenn sich die Gelegenheit ihm bietet unter einer anderen Führung von Twitter, nämlich unter der Führung von Elon Musk, dann würde er das wahrscheinlich machen. Elon Musk hat ja gesagt, für mich ist die freie Rede am entscheidendsten, dementsprechend dürfte er Donald Trump dann freischalten und das wäre schon für den US-Wahlkampf eine sehr wichtige Situation. Das darf man in der politischen Situation oder Dimension gar nicht unterschätzen. Wenn wir bei der Politik respektive bei dem Krieg bleiben, sehen wir hier, Russland hat jetzt offiziell gesagt, okay, wir wollen den Donbass und wir wollen die südliche Ukraine haben, vor allem die Südostukraine. Wir wollen eine Landverbindung zur Krim und das wäre die zweite Phase, die man hier bei dieser angeblichen Spezialoperation hier vorhat. Aber man will dann sicherlich auch Odessa. Und Odessa ist das eigentliche Nadelöhr, A, weil dieser Hafen so wichtig ist für Weizenexporte, aber auch, weil für die Chipindustrie da wichtige Bestandteile, Gase produziert werden. Das ist ein wirklich strategisch extrem wichtiger Punkt, Odessa, auch für uns im Westen. Das kann man gar nicht überschätzen und hier sehen wir, dass die EU jetzt neue Maßnahmen vorbereiten. Es soll Embargos geben in Sachen Öl, so eine Art Embargo-Light gegen russisches Öl, aber man will weitere Banken wohl jetzt noch sanktionieren und von SWIFT abkoppeln. Und gleichzeitig versucht man den Ball so ein bisschen in die Hälfte von Putin zu spielen, indem man gesagt hat, ja, also wenn wir jetzt unsere Gasrechnungen gegenüber den Russen in Euro oder Dollar bezahlen, und dann ist die Sache für uns abgeschlossen. Auf jeden Fall nicht mit Rubel, denn das würde unsere Sanktionen brechen. Also wenn wir das nicht machen, jetzt muss Putin darauf irgendwie wieder reagieren in diesem etwas merkwürdigen Spiel. Putin hat ja faktisch nicht durchgesetzt, dass das Ganze in Rubel bezahlt wird, was er angekündigt hatte, sondern über so einen Umweg, man macht ein Rubelkonto, die zahlen in Euro ein, dann werden diese Rubel umgewandelt. Das ist natürlich ein ziemlicher Witz. Und jetzt sagt hier jemand zu Recht, was machen wir denn jetzt mit unserer Inflation, die auch durch die gestiegenen Energiepreise gekommen ist, durch Gaspreis, durch Ölpreis. Jetzt sagen einige, wie zum Beispiel Marcello Fracerino, der ja jahrelang gesagt hat, Deflation, Deflation, keine Inflation, macht euch keine Sorgen.
Da ist überhaupt keine Inflation zu erwarten. Damit hat er faktisch eine falsche Geldpolitik gerechtfertigt, die verhindert hat, dass wir richtige Schritte, richtige Reformen unternommen haben. Und dieser gute Marcello Fraccherino, der hat jetzt heute nochmal in der Zeit gewarnt vor der unbegründeten Angst vor der Lohnpreisspirale und hat dann gesagt, also wir müssen erstmal mit dem Mythos der schädlichen Stagflation der 1970er Jahre aufräumen. Da war der gute Marcello wahrscheinlich noch in den Windeln gelegen. Deswegen bin ich immer sehr erstaunt, woher er all diese Kenntnisse hat. Auch die Hyperinflation in Deutschland in den 20er Jahren, sagt er, die hat gar keine große Rolle gespielt. Dagegen gibt es Zeitzeugen, die genau das Gegenteil sagen, wie Stefan Zweig. Nichts hat die Deutschen so hitlerreif gemacht, so hat der Stefan Zweig gesagt, wie eben diese Hyperinflation. Aber Marcello weiß natürlich alles besser und will jetzt eben diese Lohnpreisspirale. Klar, die Leute müssen irgendwie ihre Kaufkraftverluste kompensieren, aber er denkt, das geht dann so einfach, dann haben wir halt steigende Löhne und alles ist schick, das ist ja dann gut, aber das lässt die Inflation ja noch weiter eskalieren und bringt dann unsere wunderbare EZB in eine noch schlechtere Position. Und wie schlecht die Position ist, das zeigen jetzt Leaks, nämlich hat Lagarde offenkundig den EZB-Mitgliedern gesagt, jetzt haltet euch mal mit Kritik zurück und steckt jetzt nichts mehr an die Presse. Das zeigt, wie stark die EZB jetzt mental auch unter Druck ist angesichts dieser überschießenden Inflation. Inzwischen preisen die Märkte schon einen 0,5 Zinsschritt im Juli ein, respektive bis September. Dürften also die Zinsen zweimal steigen, jeweils 0,25%. Wussten Sie übrigens, dass ich für die Abschaffung der EZB bin und dann dafür möglicherweise die Wiedereinsetzung der nationalen Notenbanken, etwa der Bundesbank. Gleichwohl ist der Euro nicht mehr rückabwickelbar, das glaube ich nicht. Aber lass doch die Märkte bestimmen oder möglicherweise eben dann so etwas, diese nationalen Notenbanken, die wir vorher hatten, aber nicht eine EZB, in der Deutschland praktisch total unterrepräsentiert ist. Auch in der EZB, wenn sie reformierbar ist, muss es um Bevölkerung und Wirtschaftskraft gehen. Das ist das Prinzip ja auch bei der Bezahlung der EZB oder bei den Geldflüssen, die zur EZB laufen. Also muss auch die Abstimmung so laufen, sonst kann das nicht so weitergehen. Und eine Lagarde ist sowieso schon komplett verbrannt. Noch zwei Tipps am Schluss, bevor ich Sie ins Wochenende entlasse. Ist Gold kein wirklich guter Schutz vor Inflation? Sind Aktien ein besserer Schutz vor Inflation? Da hat mein Kollege Hannes Zipfel ein wunderbares Video drüber gemacht. Macht schon im Januar, aber das ist allgemeingültig, das können Sie auch in 5 Jahren noch angucken. Ich habe dazu mal mir ein paar Daten angeschaut. In Ergänzung zu Hannes Zipfel, erste Empfehlung Gold, Schutz vor Inflation oder Aktien. Zweite Empfehlung ist, was ich schon meinte mit den Financial Conditions. Was ist damit eigentlich gemeint? Warum ist das für die Fed so wichtig? Warum guckt sie auf diese Financial Conditions und was sind diese Financial Conditions? Das ist der zweite Tipp, den ich Ihnen unter dem Video verlinken werde. Und jetzt sage ich Servus und Ciao, ein schönes Wochenende. Wir sehen uns hoffentlich am Montag.